Retro-PCs werden immer beliebter. Gerade meine Abonnenten haben ja laut Kommentaren auch ältere Windows-PCs noch aufgebaut. Sei es mit Windows 95, XP, Vista oder 7. Doch was ist, wenn man diesen Rechner neu aufsetzt und man das System neu installiert? Denn nach einer Neuinstallation können alle Updates für weitere Funktionen und Co. weg sein. Manche Windows-Versionen können die Microsoft-Server nicht erreichen und dann alles händisch herunterladen will keiner. Und da kommt Legacy Update ins Spiel, wo ihr sogar noch einen Windows 2000 PC über das Internet aktualisieren könnt. Bis hoch zu Windows 11 geht jede Windows-Version. Und das schauen wir uns hier mal an. Gute allerseits. Ich werde euren Wunsch zu älteren Windows-Krempel erfüllen, indem ich halt mal versuche, für jedes zweite Video den PC hier als Thema zu haben. Doch hier schauen wir uns mal ein Add-on-Programm eben für die alten Windows-Systeme an. Ja, Legacy Update ist eine feine Sache, die sich eine Community aufgebaut hat. Es sind offizielle Updates, die darüber geladen werden können, die auch eben für diese alten Systeme dann auf den aktuellsten Stand halten. Heißt aber nicht, dass es brandneue sind, die neu geschrieben wurden für das System. Es ist einfach ein Zugang, um eben die Updates zu laden, die auch neue Funktionen, Stabilitätsverbesserungen bringen und auch Treiber. Doch vielleicht fragen sich ja manche, warum braucht man das? Nun, es gibt auf jeden Fall schon einige gute Gründe, warum man dies über Legacy Update machen kann, solche Updates. Nun, zum einen habt ihr dann auch neue Funktionen, die es sonst nur über die Updates gab. Und auch Stabilitäts- und Performance-Fixes habt ihr da, was ja bei Windows Vista viel Sinn machen würde. Auch können dadurch auch Treiber installiert werden und aktuelle Visual C und .NET Frameworks dabei sein. Gerade diese Sachen sind schon essentiell, wenn man denn alte Programme oder Games dann installieren will. Oder aber auch, wenn man einen Laptop hat, der schon exotische Treiber haben will, dass man diese einfach darüber laden kann. Ich kenne das selber zu gut, wenn der Computer dann meckert, wenn irgendeins davon nicht installiert ist und man kann es selber aus dem Netz dann heraussuchen. Es macht es alles etwas einfacher, euren alten Retro-PC auf dem aktuellsten Stand zu halten. Und zwar eben halt nicht für die modernen Zeiten, da halt dafür wirklich wichtige Updates halt fehlen. Doch ganz neue Updates brauchen wir erstmal nicht für Legacy Update, denn es reicht die RTM-Version jenes Systems. Denn selbst Windows XPs uralt Internet Explorer 6 kann Legacy Update ohne Probleme aufrufen. Und selbst in Windows 2000 könnte ich diese Seite aufrufen. Wäre es da nicht, dass dieses ThinkPad etwas herumzickt bei den Ethernet-Treibern. Aber ihr seht es hier in Windows XP laufen, welches in meinem Windows XP Review schon zu sehen war. Windows Me ist leider nirgendwo zu sehen bei denen als unterstützt, aber wer will denn schon das System verwenden? Und zum Verwenden ist es ganz einfach. Auf dem PC die Seite legacyupdate.net aufrufen und einfach installieren. Nach ein paar Neustarts ist dann Legacy Update auf euren alten Windows Computer einsatzbereit. Und die Nutzung davon ist genauso wie bei offiziellen Windows Update, nur halt mit anderen Servern. Eben nach Updates suchen, anwählen was man haben will, installieren und das System macht es automatisch. So funktioniert es bei Windows XP und darunter. Ab Vista geht es zwar auch so, aber wenn diverse Updates auch installiert sind, geht es dann auch über Windows Update direkt über das System. Ohne irgendwelche Updates kann Vista 7 oder 8 keine Updates suchen. Mehr dazu gleich. Also, das hört sich ja so schon mal alles gleich schlecht an, oder? Okay, nur bestimmt sind jetzt einige, die sich fragen, warum man nicht den offiziellen Weg geht per Windows Update, was da eingebaut ist. Nun ja, es wäre an sich ja schon die bessere Methode, aber dies hat einige Haken. Denn Microsoft hat ab Mitte 2020 begonnen, die Sicherheitszertifikate zu aktualisieren für ihre Windows-Update-Server. Eben mit SHA-2 und HTTPS-Verschlüsselung, die, kurz gesagt, die alten Systeme nicht bieten können und inkompatibel sind. So ist es bei relativ jedem alten Windows. Sei es Windows XP, Vista oder auch 7 und 8. Diese Systeme können, wenn diese neu aufgesetzt sind, die offiziellen Update-Server nicht mehr erreichen. Entweder wird für eine Ewigkeit nach Updates gesucht, oder es kommt eine Fehlermeldung, dass eben nicht nach Updates gesucht werden kann. Und dank Legacy Update wird das dann durch ein Update dann gefixt, was Microsoft selber ja herausgebracht hatte. Nur dies selber zu installieren ist eine Tortur, weswegen es einfacher und komfortabler ist, es über diesen Weg zu machen. Und sind wir mal ehrlich, jeder mag es denn einfach und komfortabel. Und genau das ermöglicht euch Legacy Update.
den alten Windows-PC mit Updates versorgen, die es bis zum Supportende dafür gab. Aber wirklich bis zum Supportende? Ich merke gerade, mein T-Shirt hat ja unten die japanische Übersetzung von PlayStation. Nun, denn in Windows XP zum Beispiel kann man auch die POS-Ready-Updates bei Installation von Legacy Update auch aktivieren. Ja, denn POS-Ready 2009 ist im Grundkern Windows XP, was heutzutage teilweise immer noch bei Carson verwendet wird. Da ging der Support bis 2019. Ihr habt richtig gehört, Windows XP wird noch bei Carson verwendet. Und insgeheim hat Windows XP bis 2019 Updates bekommen. Okay, ich kenne zwar noch das US-Militär, was noch extra Updates für XP bekommt, aber hey, man hätte noch in 2019 noch Windows XP verwenden können. Und ich erfahre davon zu früh und hätte mir eventuell 2000 Euro gespart, da ich dann erstmal einen neuen Windows-Rechner gekauft hätte. Ah ja, ich bin halt jetzt ein Mac-User. Und mehr gibt es darüber auch nicht zu sagen. Es ist halt wirklich das alte und nicht mehr funktionierende Windows-Update genommen und in die Moderne geholt. Dass alle PC-Enthusiasten, die einen alten Windows-PC noch haben, diesen auch wenigstens ein bisschen aktuell halten können. Wobei, das hört sich ja fast nach Ende an, oder? Dabei gibt es noch einen Service, der heißt Windows Update Restored. Denn das ist ein Parallelprojekt, womit ihr sogar bis runter zu Windows 95 euren alten PC auf den neuesten Stand halten könnt. Ey, hier, du ahnst es nicht. Windows 95, was dieses Jahr 30-jähriges feiert, kann man über das Internet aktualisieren. Und das ist doch einfach nur Wahnsinn. Doch ich denke mal, die Funktionalität ist dort dieselbe. Aber ich werde mir dies aufheben für ein kommendes Video. Also, stay tuned und um dies halt auch nicht zu verpassen, dann unbedingt mich abonnieren, um es halt auch nicht zu verpassen dann. Naja, und dann denke ich mal, ich habe über Legacy Update hier alles gesagt, was ich sagen kann und kann sagen, man sieht sich.